Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute mit ganz, ganz wenigen Scherzen, ganz, ganz wenig witzig, sonst was, sondern der Hauptfokus von dem heutigen Video soll auf dem liegen, was ihr jetzt im Hintergrund sehen könnt. Und zwar gibt es einen Competitor für Activision, für Call of Duty, den keiner von uns so wirklich auf dem Schirm hatte. Und es ist nicht Battlefield, es ist nicht GTA, es ist kein riesiges Entwicklerstudio. Es sind 7 einzelne Entwickler, die das Traum-Call of Duty aktuell herstellen. Und so wie das aussieht, sind die damit sogar erfolgreich. Ihr werdet das also die ganze Zeit so im Hintergrund sehen. Ich habe es ja auch bei mir so ein bisschen laufen. Ich gucke es mir eigentlich den ganzen Tag schon an, um ehrlich zu sein. Das Ganze ist SM Square. SM Square steht für Surrealism, bla 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 bla. Das sind im Prinzip 6 oder 7 einzelne Entwickler, die genauso wie wir riesige Call of Duty Fans sind und einfach enttäuscht sind über die Entwicklung, die Activision mit Call of Duty nimmt. Und während wir alle davon ja ausgegangen sind, dass Battlefield 2042 oder vielleicht auch Far Cry 6, was zumindest ein paar Spieler mal rüberziehen würde, oder später GTA, dass all diese Sachen eher dafür sorgen werden, dass wir von Call of Duty wegkommen, zumindest eine gewisse Zeit. Es geht hier nicht darum, jetzt zu bashen, welches Spiel ist besser oder geiler oder sonst was, haben diese Jungs gesagt, wisst ihr was, wir machen ein Call of Duty, das ist selber von denen kreiert, da ist kein fettes Milliarden-Entwicklerstudio hinter, kein gar nichts. Wir machen ein Call of Duty, genauso wie die Leute das seit Ewigkeiten haben wollen. Kurze Infos und dann gehen wir näher ins Detail. Es wird komplett Free-to-Play sein, es wird keine In-Game-Currency geben, mit der man irgendwas kaufen muss, beziehungsweise es gibt welche, womit man Waffen und Ausrüstung In-Game freischalten kann, die bekommt man aber umsonst nur durch Spielzeit. Das heißt, es wird keinen Shop geben, wo ihr Geld ausgibt, kein gar nichts. Das Ganze ist von einzelnen privaten Sponsoren sozusagen hochgegradet, damit die Leute, die das aktuell herstellen, eben ihre Arbeitszeit vergütet bekommen. 20 verschiedene Maps aus allen COD-Teilen. Es wird Rust dabei sein, es wird Nuketown dabei sein, es wird Raid dabei sein, es wird Express dabei sein, Standoff. Aus jedem COD bis heute werden Maps dabei sein. 100 verschiedene Waffen. Es wird eine Remington dabei sein, eine Honey Badger aus Call of Duty Ghost. Es wird eine ACR dabei sein, es wird eine Scorpion dabei sein, es wird eine PPSH dabei sein, eine Maddox aus Black Ops 4. Es sind so viele Waffen, die es da gibt. Aus jedem einzelnen Call of Duty haben die rausgepickt, was für die Leute so die schönen Erinnerungen waren, und haben diese Waffen in das Game reingepackt. Das Ganze wird only auf PC verfügbar sein. Und das, was ihr seht, ist ein Early Gameplay aus Januar diesen Jahres. Das heißt, von Januar diesen Jahres sieht dieses Gameplay so schon aus. Und ich will euch eins sagen, das, was ihr seht, Leute, und ich sehe es ja währenddessen auch, das sieht nicht aus wie irgendein fangemachtes, möchte gern Call of Duty, wird schon irgendwie irgendjemanden interessieren. Und es sieht auch nicht aus wie dieses komische, was es in Asien eine gewisse Zeit gegeben hat oder immer noch gibt, wo man sich auch gedacht hat, ja okay, das sieht jetzt nicht aus wie Call of Duty, ich verzichte lieber drauf. Im Prinzip haben die das, was Call of Duty Mobile macht, in viel besserer Auflösung und in viel besserer Idee auf einem PC-System integriert und arbeiten daran aktuell. Dieses ganze System wird vermutlich, das ist nur vermutlich, Anfang des nächsten Jahres released werden und wird Free-to-Play, Free-Download-mäßig sein. Es soll ein Anti-Cheat-System geben, anders als jetzt bei Warzone. Es wird keinen Zombie-Modus PvE geben. Das heißt, für euch, die jetzt sagen, oh, auch ein neuer Zombie-Modus, den werdet ihr ja nicht bekommen. Das wäre, glaube ich, auch, was die Entwicklungszeit für 6 oder 7 einzelne Leute angeht, ein großes Problem. Die haben sich an all diesen Waffen, an all den Maps und an all dem, was an COD ja auch erinnert, weil es von COD ist, die Rechte vorher patentieren lassen, damit Activision die nicht wegstriken kann. Activision hat das in den letzten Jahren ja sehr gerne gemacht. Wenn da jemand kam, der irgendeine gute Idee hatte, haben sie es weggeknallt und haben es als eigene Idee verkauft. Da sind die von Anfang an gegen vorgegangen. Waffen könnt ihr wie im Black Ops 1 System im Prinzip freischalten. Durch Spielzeit, durch Challenges bekommt ihr Ingame-Währung. Früher waren das mal COD-Points, heute kauft man COD-Points. Diese COD-Points könnt ihr in-game dort nutzen und habt die Chance damit, eure Waffen zu kaufen, eure Ausrüstung zu kaufen, eure Perks zu kaufen, sonstiges. Es wird ein 3-Waffen-Loadout geben. Das heißt Primärwaffe, Sekundärwaffe und ein Knife dazu, was ich sehr cool finde. Und bevor sich jetzt jemand fragt, weder werde ich für
diese Werbung hierfür bezahlt, noch bin ich gefragt worden, noch ich habe nichts mit den Entwicklern zu tun, ich kenne die Entwickler nicht, ich finde dieses Projekt einfach mega geil und möchte, dass ihr das genauso seht, weil noch nicht allzu viel darüber sprechen. Das heißt, nein, es ist keine bezahlte Werbung, ich bekomme dafür nichts, ich bin nicht gefragt worden, kein gar nichts. Ich als OG-COD, Hase oder Hase-COD, OG oder was auch immer, bin einfach mega glücklich, das hier zu sehen. Und es wird hier auch in dem Video für euch nicht viel editieren geben, nicht viel Editierarbeit, weil eben, ihr sollt mir ein bisschen lauschen, ein paar Infos raussammeln und das Gameplay sehen und danach vielleicht auf YouTube, wenn ihr SM Square eingebt, also SM hoch 2 COD, seht ihr verschiedene Gameplays. Da kommt heute auch ein Sniper-Gameplay dazu. Es wird eine taktische Nuke geben. Es wird über 33 verschiedene Perks geben aus allen CODs. Und in diesen 33 Perks sind auch Perks bei, die wir bisher in COD noch nicht gesehen haben, die neu dazukommen. In dem ganzen Game wird es auch so weit laufen, dass ihr ein funktionierendes In-Game-Sprachchat-Party-System habt. Etwas, was die letzten COD-Mods, sag ich mal, nicht hatten, weil sie es nicht implementiert bekommen haben. Natürlich werden auch heutzutage alle Leute noch über Discord quatschen oder manche vielleicht noch über Teamspeak oder sonst was. PlayStation bekommt ja nächstes Jahr auch noch Discord dazu. Aber all diese Sachen, die hier in dem Game jetzt schon funktionieren, sind meiner Meinung nach ein riesiger Schritt in die Richtung, dass wir alle eventuell, und wenn es nur für ein halbes Jahr ist oder für ein Jahr, bis Activision mal wieder die Beine in die Hand nimmt und Gas gibt, all das sind Sachen, auf die ich mich wirklich so hart freue, weil es genau das ist, was wir seit Jahren und Jahren und Jahren eigentlich herbeirufen. Das Point-Streak-System wird das aus MW3 sein, dürften die meisten von euch ja kennen. Zu diesem normalen Point-Streak-System, was meiner Meinung nach das Beste ist und nicht dieser Scheiß wie in Cold War, wo du 100 Mal stirbst und trotzdem deine Streaks bekommst, was mindblowing ist, wie man darauf kam bei den Entwicklern. Dazu wird es drei verschiedene Packages geben. Es ist Assault Package, das Support Package und das Specialist Package. Das bedeutet, Specialist Package, ihr macht mit euren Kills und den Punkten einzelne Perks frei, bis ihr alle Perks habt. Dann gibt es das Assault Package, das ist ganz normal das, was ihr kennt, mit Killstreaks, ob das jetzt ein Harrier ist, ob das ein Hater ist, ein Harp, ein Blackbird, ein Orbitalsatellit, ein V-Set, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Dazu wird es dann eben das Support Package geben, das kennen wir so ein bisschen aus. Ich weiß nicht, welches Modern Warfare das war. Modern Warfare 2 oder 3, glaube ich. Auf jeden Fall auf Ghost, das weiß ich. Da habt ihr sowas wie Ballistikwesten fürs ganze Team. Oder damals gab es ein Oracle, da konntet ihr alle 5 Sekunden wie Wallhack Gegner kurz durch die Wand sehen. Es gab Munitionstaschen für die Teammates und. Also hunderte Sachen, die in dem Game jetzt mit drinne sein werden, die wir vorher, früher wirklich immer nur in einzelnen Call of Duties gehabt haben. Die verschiedensten Waffen, die wir hier haben, sind teilweise noch geschwärzt. Das heißt, man kann in deren Promo-Videos sozusagen nicht alle sehen. Es kann euch aber sagen, wie gesagt, die Scorpion ist dabei, die Honey Badger ist dabei, die Remington ist dabei, die ACR ist dabei, die Remington als Shotgun, genauso aber auch als Sturmgewehr, die Bulldog aus Call of Duty Ghosts ist dabei. Es gibt so viele Sachen, die dort drinne sind, die einfach nur gut sind. Und das ist etwas, wo ich euch ganz ehrlich sagen muss, Leute, bei diesem Projekt, was die Jungs hier starten, mit all den Maps, mit all den Ideen, wie man etwas freischaltet, ist es genial. Jetzt für viele von euch, die auch so genervt sind von dem aktuellen nicht vorhandenen Prestige-System. Prestige-System hier wird wie folgt laufen. Ihr könnt bei Level 1 starten und spielt bis Level 100. Bei Level 100 habt ihr dann die Option, ob ihr bei Level 100 bleibt. Das bleibt ewig, ihr habt alles freigeschaltet. Oder ob ihr Prestigen wollt, es wird dann wieder 50 Level 9 Mal gehen, bis ihr Prestige 10 seid. Dort habt ihr dann immer einen Freischalt-Token, das Prestige-System, was immer das Beste war. Und nachdem ihr dann das 10. Prestige geschafft habt, könnt ihr auf Level 1000 gehen. Also ein Prestige-System, so wie wir das seit Jahren geliebt haben, wie viele von euch absolut, also wirklich absolut am Grinden waren, damit sie Prestige Level 1000 erreichen können. Und das ist etwas Spezielles, was ich mir seit Jahren wünsche und was einfach nicht erhört wird. Mit jedem Prestige bekommt ihr nicht nur einen Freischalt-Token, sondern eine exklusive Waffentarnung oder Charaktertarnung eurer Wahl. Ihr könnt dann also zwischen der Waffentarnung und der Charaktertarnung auswählen. Mega geil, Leute. Ich persönlich bin absolut begeistert davon. Ich hoffe, dass dieses Projekt so realisiert wird, wie es aktuell aussieht. Ich hoffe, dass sie
die nötige Unterstützung dabei bekommen. Denn, wenn ich ganz ehrlich bin, Leute, so ein COD wünsche ich mir seit mehreren Jahren. Und wenn das jetzt wirklich kommen sollte, dann kann Call of Duty mindestens mit Call of Duty Vanguard absolut einpacken. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das, was ihr da seht. Lasst gerne ein Like da, Jungs. Lasst ein Abo da. Ich bin raus. Ab in Twitch-Stream.